Jetzt mal ein kurzer paar Tipps und Tricks für Sparkle Pro for Mac Users. Also gestern habe ich mir mal versuchsweise, testweise mal so ein cPanel Hosting Deluxe Paket bei Domain Factory bestellt. Ich werde das aber wieder stornieren, mein 14-tägiges Rückgaberecht Gebrauch machen, und wenn die das von meinem Bankkonto einziehen, werde ich mir das Geld wieder zurückholen. Also die grottenhafteste Hosting-Konzept, was ich jemals gesehen habe, mit Verträgen, wo man dann nicht weiß, wie man die Domain in seinen Vertrag bekommt. Und dann kommt so eine cPanel-Krücke-Version. Wie möchtest du loslegen mit so einem WordPress-Logo? Und man sagt sich, ja, man hat aber gar kein WordPress bestellt, ne? Also Katastrophe, das cPanel ist so ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich haben die sich mit SiteGround zusammengeschlossen, die Firma, oder was weiß ich. Also bei Hosting-Firmen ist das so, die popeln ja eigentlich immer nur rum, ne? Also es gibt nie so ein schönes, einheitliches Konzept, was sich hält, sondern die frickeln und popeln. Also ich meine, Hosting-Branche ist ja so, wenn das einmal läuft, das ist ja ein Kaffeeladen, ne? Also läuft ja von alleine. Also irgendwo, wenn das Rechenzentrum dann steht, da brauchst du ja fast nur noch einen Fuzzi, der die IT verwaltet, und der Rest ist einfach nur Geld kassieren, ne? Großartig Mitarbeiter braucht man da ja gar nicht mehr. Also heutzutage, wenn das dann voll automatisiert ist und voll Robotik, da verdienst du dein Geld im Schlaf in der Hosting-Branche. Ich finde, die Hosting-Branche ist Katastrophe geworden. Früher war das viel, viel besser und viel, viel einfacher. Da hat man ein Kundenmenü gehabt, da hat man seine Verträge gehabt, da konnte man seine E-Mails verwalten, seine FTP-Zugänge, seine Domains verwalten, seine Datenbanken und aus, fertig. Heutzutage, finde ich, ist es mit diesen ganzen Fremd-Dritt-Softwarehersteller, Webserververwaltung von Plesk, cPanel und wie sie alle heißen, die ganzen Hostingfirmen, die binden das alles nur, diese ganzen Fremdtechniken ein und versuchen das irgendwie mit ihrem internen Verrechnungsdatenbanksystem dann irgendwie zu koppeln. Also manche Software-Coder-Konstrukte sind katastrophal. Schade, wie gesagt, dass es X-Serve Apple nie geschafft hat, das mit so einem iCloud-Account zu verbinden, ne? Man wählt sich irgendwo ein in so xserve.com, dann nimmt man seine iCloud-Zugang. Und dann kann man sagen, ja gut, jetzt bestelle ich da eine Domain dazu, ein Hosting-Paket, und dann kann ich mit dem Hosting-Paket 10 Webseiten verwalten und 10 Domains damit hosten mit einem einzigen Web-Hosting-Paket. Da muss ich mich halt entscheiden, will ich ein Standard, will ich ein Advanced oder will ich ein Professional-Paket, ne? Bei dem Professional-Paket, was ich habe, kann ich 10 Webseiten hosten. Das reicht ja für den Otto-Normalo-User bei Weitem. Und dann kann man da eine E-Mail einrichten und dann kommt einfach nur auf OS X, pup, möchtest du den E-Mail-Account, den richtest du dann ein auf dein xserve.com, und dann poppt hier auf OS X nur so ein Badge auf. Da wurde auf xserve.com unter deinem iCloud-Account mit deinem wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Möchtest du die Adresse in deinem OS X-Betriebssystem hinzufügen? Die gleiche Message poppt dann auf iOS-Devices auf. Pop! Möchtest du die E-Mail-Adresse hinzufügen? Sagst okay, und dann sind deine Signatures und alles, was da dazugehört, ist alles done und fertig, ne? Also haben die nie geschafft, die IT-Entwickler, so ein richtig geiles, super-duper User-Interface, so ein super-duper Hosting-Konzept, ganz einfach, ganz verständlich, haben die nie geschafft. Aber mit so einer Krücke, wo ich dann irgendwie davor sitze und mir ein WordPress-Logo angucken muss, wie möchtest du loslegen?
Und dann sitzt du dann Stunden davor und es tut sich nichts. Und dann sagst du dir, das habe ich jetzt gerade gekauft, Anna. Ne? Gut, deswegen gebe ich jetzt ein paar Tipps für Sparkle Pro User. Ich mache das nicht Apple zuliebe, die zahlen auch ganz schlecht. Das Management, das zahlt ganz schlecht, auch bei Apple. Deswegen gebe ich euch ein paar Tipps für Mac-User, die mit Sparkle Pro oder Family Pack oder Business Pack, ich weiß nicht, ist schon fast schon so ein bisschen Microsoft-Tarifdschungel bei Sparkle. Bin nicht so begeistert von dem Programm manchmal, die Color Spinball Software. Ich gebe euch nur ein paar Tipps und Tricks, wie ihr es hinbekommen könntet, wenn ihr jetzt nicht WordPress bla 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 wollt, sondern ich bin wie gesagt Webdesigner, ich will mein eigenes Design haben, ich gestalte das so, wie ich Bock habe und nicht wie mir das irgendwelche Developer-Fuzzis mir vorschreiben, wie ich meine Webseite gestalten soll. Deswegen, also ich habe mir damals das Business XL V2 Paket bestellt, weil da waren, glaube ich, 6 Domains inklusive. Für 6 Domains kann man sich SSL-Zertifikate dazu bestellen mit Let's Encrypt, damit man dann seine Webseiten über HTTPS laufen lassen kann. Also das war so ein Paket vor 2 Jahren, glaube ich. Habe ich mir das bestellt oder für über einem Jahr und habe mir gesagt, ja gut, dann muss ich jetzt nicht noch irgendwie, kommen jetzt nicht noch Sonderrechnungen alle 12 Monate für noch ein SSL-Zertifikat für 60 Euro für ein Jahr, dann noch eine Domain kaufen für 12, 15, 18, 20 Euro. Er dachte mir, gut, dann hast du wenigstens deine Ruhe, schaust, dass du da hinkommst mit den Domains. Sind leider mehr DE-Domains inklusive in dem Paket als NET- und COM-Domains. Die wollen halt die DE-Domain forcieren. Gut, ich bin jetzt aber eher .NET, bin da eher so anders gepolt als nur Deutschland. Das ist das Business XL. Ihr könnt auch das LV-Paket nehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, kann jetzt nur für das Business XL V2 sprechen. Da gibt es hier unterschiedliche. Da sind 6 Domains drin, da sind mittlerweile 10 Domains drin. Das haben sie irgendwie abgegradet. Also ich hab da, glaube ich, immer noch 6 Stück drin oder so. Das ist halt immer das Gemeine, ne? Man zahlt dann trotzdem immer den gleichen Preis und die Tarife ändern sich dann irgendwann, kriegt man dann eigentlich mehr für den Preis, aber man selber ist dann als langjähriger Mitnutzer und Mitzahler, bleibt man immer auf dem gleichen Standard. Ist jetzt nicht so, dass man dann eine E-Mail bekommt und dann kommt jetzt, in Ihrem Tarif sind jetzt noch 4 weitere Domains inklusive, ne? Oder irgendwie sowas. Kriegt man ja auch nicht jahrelang. Man ist in der Hosting-Branche immer so der Dödel. Man schließt das einmal ab, den Tarif, und dann bleibt es so, ne? Das ist, glaube ich, bei Handy-Tarifen genauso. Und DSL-Tarifen, da ärgert man sich blöd, und dann, damit man dann ein bisschen mehr Upload-Rate bekommt. Also jetzt Sparkle Pro, es ist wie gesagt, das, was nicht funktioniert, ist SFTP. Also das ist falsch hier beschrieben. Es geht nur FTP, TLS, SSL. Ne? Also wenn ihr für eure Domains, die ihr da bestellt, für jede Webseite, für jede Domain ein FTP-Zugang mindestens braucht, damit ihr dann eure Sparkle Mac-Webseite hochladen könnt, da braucht ihr wenigstens einen FTP-Account. Also ist keine SFTP-Verbindung, sondern es geht nur FTP, TLS, SSL. Ne? Und da geht auch nur am stabilsten, most compatible eine Verbindung.
Also in dem Sparkle kann man ja kann man sagen, ich möchte jetzt aber maximal drei Verbindungen haben gleichzeitig oder fünf Verbindungen oder sogar 10 Verbindungen. Ne? Also hier geht bei Sparkle Pro und dem Hosting-Firma geht nur das Stabilste, was läuft, ist eine Verbindung. Und das ist natürlich bei großen Webseiteninhalten, da sitzt man lange vorm Rechner und wartet, bis der Scrollbalken die Progressbar von links nach rechts läuft. Das dauert sehr lange. Wie gesagt, SFTP ist nicht drin, das stimmt nicht hier. Es geht nur FTP, TLS, SSL. Also das SFTP, das geht nur, wenn ihr ein SSH einrichtet, dann habt ihr einen Vollzugang auf euren Webserver. Wie gesagt, ich mag dieses Tech-Junkie-Language gar nicht. Man will es eigentlich so einfach haben, wie es nur irgendwie geht, aber nicht WordPress. Trotzdem ganz einfach, das fängt bei einer E-Mail-Adresse an, damit ich sie dann auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem MacBook einrichten kann und der ganze Salat über IMAP synchron läuft. Ne? Ist ja Sync. Das alles über AirSync in Funktechnik. Darum geht es ja. Deswegen, ich bin nicht so ein Tech-Nerd-Junkie, der es wie so ein ITler möglichst kompliziert haben will. Ich bin genau eher andersrum gepolt, eher einfacher als kompliziert. Deswegen versuche ich es so einfach und so verständlich so wie möglich zu erklären hier, was man beachten sollte, wenn man mit Sparkle Pro für Mac arbeitet, damit man dann irgendwann seine Ruhe hat. Also ihr könnt euch hier für eines der beiden Pakete entscheiden. Könnt auch mit dem Paket hier meinetwegen anfangen. Ne? Das ist Einsteig-Upgraden, glaube ich, könnt ihr immer noch. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Business XL damals getestet, weil da waren vier Domains inklusive und aber sechs DE-Domains und vier .com-Net-Domains, irgendwie sowas. Deswegen zahle ich da einen Preis X jeden Monat und dann ist das alles inklusive und erledigt. Da kommen dann nicht pro Jahr noch irgendwelche Überraschungen, weil danach einen Monat irgendwelchen SSL-Zertifikat noch ausläuft, etc. etc. Auch diese ganze Tarifdschungelkultur mag ich auch gar nicht. Das gilt für die Mobile-Branche, Smartphone, Stasi-Phone-Branche, als auch für die DSL-Branche und für alle Internetbranchen. Dieser Tarifdschungel nervt einen nur, ne? Und dann ständig Tarife checken und Tarife wechseln, macht überhaupt keinen Spaß. Wie gesagt, die ganze IT-Kultur will eigentlich nur, sollst jeden Monat mehr Geld ausgeben. Wenn du dann irgendwann den Tarif wechseln möchtest, weil du dann irgendwann weniger Geld ausgeben möchtest jeden Monat, das geht meistens richtig schwer in die Hose. Da brauchst du eigentlich schon richtige Gruppendynamik-Anwälte, damit du dann überhaupt zu deinem günstigeren Tarif kommt, weil du gemerkt hast, dass der teure Tarif läuft auch nicht besser in der IT-Branche. Das ist Wackel-Internet-Neuland Deutschland. Da kommt das nächste Update und es geht wieder alles flöten. Deswegen versuche ich es so einfach wie möglich zu erklären, wie es nur irgendwie geht. Also bei Alpha Hosting hier diese Pakete hier, wenn man das mit Sparkle Pro eine Webseite erstellen möchte. PHP ist es bei mir so, ich habe PHP Version 5.6 eingestellt. Ne? 5.6 für diese ganzen PHP Send-Mail-Geschichten, für irgendwelche Formulare auf der Webseite. PHP 5 Version 5.6. Ich bin da immer noch teilweise so, boah, die alten Versionen laufen immer noch am sichersten und am stabilsten. Bei den neuen Versionen weißt du nicht, was dich erwartet. Das habe ich eingestellt. Wenn ihr euch das Paket dann gekauft habt, den Hosting, ist ja auch wichtig heutzutage. Keiner erklärt, was bekommt man denn dann, ne?
Also wenn man dann irgendwann dann vor so einem Screen steht, und dann dödelt ein so ein Ding hier an, dann sagt man sich, was soll ich jetzt damit anfangen? Da sitze ich jetzt stundenlang vorm Rechner und gucke mir irgend so ein so ein eine Krücke von Konfigurationspanel an, was nicht funktioniert. Was soll ich damit anfangen? Und dann noch ein WordPress-Logo obendrauf, wo ich sage, ich habe jetzt aber gar kein Word, ich nee, bin kein WordPress-Nutzer. Ne? Ich will einfach nur eine E-Mail-Adresse, eine Domain, dazugehörige E-Mail-Adresse, einen FTP-Account, fertig. Ne? Kann doch nicht so schwierig sein. Und dann kommt da so ein WordPress Logo, wo man sagt, ich habe jetzt aber kein Hosting-Paket bestellt für WordPress, weil ich bin kein WordPress-Nutzer. Punkt. Ne? Also Domain Factory wieder rausgeschmissen, Domain nicht transferiert. Jetzt muss ich mich, wie gesagt, mit den abbrechenden es nicht vorhandenen SFTP-Zugängen, Publishing Error, Sparkle Pro, not responding, not responding, not responding, not responding, not responding. Genau, das sind so, also das ist so eine, alles wieder zurückgestellt auf eine FTP-TLS-SSL-Verbindung. Most compatible, alles wieder zurückgestellt, weil da muss ich jetzt halt warten, eine halbe Stunde lang, Viertelstunde lang vorm Rechner sitzen, damit der Rechner nicht einschläft während des Uploads, bis die Webseite dann oben ist. Also klar, 10 FTP-Verbindungen gleichzeitig, dann wäre das irgendwann fertig, aber die schaffen das nicht, die IT-Branche. Deswegen versuche ich hier so ein bisschen was zu erklären. Also das SFTP ist wie gesagt nicht inkludiert. Eine FTP-TLS-SSL-Verbindung könnt ihr verwenden. Das läuft so einigermaßen stabil. Wie gesagt, IT-Branche, das Wort stabil, das ist eigentlich fast ein Unwort des Jahres schon wieder. Deswegen, also wenn ihr das Paket bestellt, erwartet euch dann so ein Config-Menü. Dann wählt ihr euch da ein in dieses Alpha-Hosting. Dann seht ihr da links meine Verträge, persönliche Daten, meine Rechnungen. Könnt Add-ons dazu bestellen, Hinweise für neue Domain-Endungen, FAQ-Hilfe, Ticket-Archiv. Das ist, wenn ihr ein Support-Ticket da erstellt, SSL-Zertifikat, Kunden werden Kunden. Dann geht ihr auf meine Verträge, dann seht ihr da dieses Business XL V2 Paket, was ihr da bestellt habt. Und dann könnt ihr, wie gesagt, zu dem Paket da eure Domains dazu bestellen. Das seht ihr unter Domains und SSL. Und da steht dann drin, ich kann noch folgende Domains sind in ihrem Paket inklusive und noch verfügbar. Sechsmal eine DE-Domain könnte ich mir jetzt noch dazu bestellen. Gut, die anderen Domain-Endungen sind nicht inklusive. Dann geht ihr auf Zertifikate. Da könnt ihr dann für eure Domains das Let's Encrypt SSL-Zertifikat auswählen, damit ihr dann schon mal ein SSL auf eurer Webseite habt. Das ist, kann man dazu kaufen. Ne? Da müsst ihr die Amerikaner fragen, wie das ist mit den Dollars. Das ist wahrscheinlich noch in Verhandlungen. Ne, mit den Dollars, die Dollars sind hier größer und hier sind sie kleiner. Ne?
Wenn ich das so richtig verstanden habe, die Dollars, das müsst ihr die Profis fragen. Und dann unter Zugänge könnt ihr dann über CloudPit, ne, euer Hosting-Paket verwalten. Da habt ihr eine Übersicht, Datenbanken, die ihr einrichten könnt, FTP-Zugänge, E-Mail-Zugänge, Domains verwalten, Statistiken und so ein paar Geschichten. Dann unter Domains könnt ihr dann, wie gesagt, die PHP-Einstellungen einstellen. Wie gesagt, ich habe überall PHP-Version 5.6 und da könnt ihr dann die Weiterleitungen einstellen. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert. Das habe ich auch schon. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis das funktioniert hat hier. Also www und SSL, HTTPS aktiviert und dann, dass alle vier Möglichkeiten in Weiterleitung funktionieren. Ne? Also www, also nur blackbaron.net leitet dann um auf HTTPS, www.blackbaron.net. Hoffentlich. Nein, geht gerade nicht, warum auch immer. Dann muss man WLAN wieder ein- und ausschalten. Vielleicht geht es dann besser. Nein, geht auch nicht. Also, was ich auch kann, muss jetzt den Hosting fragen, was da jetzt gerade los ist. Also, das ist so das Thema. Wie gesagt, da streitet man sich irgendwie jeden Tag rum mit der Geschichte. Das Webdesign lief noch nie sonderlich gut. Mal gucken hier, was hier gerade wieder. Na, alles grün, Internetverbindung ist da. Drücken wir mal Reload. Na, geht, weiß nicht, was da gerade geht, nicht geht. Müsst ihr die Jungs fragen bei Alpha Hosting, da geht gerade irgendwas nicht. Wie auch immer, also das ist so das kurze Resümee von Webdesign, die Firma Webdesign, die noch nie richtig gut lief und auch niemals richtig gut laufen wird, das ist Webdesign. Das ist eine Jobcenter Hartz-IV-Firma, das ist Webdesign. Ich habe es jetzt extra mal für den ITler beim Jobcenter nochmal erklärt.